Nachdem die Säure neutralisiert ist, fällt das rote Blutkörperchen in den Blutstrom, wo es sich mit dem Salz des Plasmas verbindet, um dann ein ganz gewöhnliches Soda hervorzubringen. In dieser sicheren und harmlosen Form wird es durch die Adern zu den Lungen getragen. Aber hier entsteht noch ein Problem. Unsere Lungen können Soda nicht ausatmen. So hat das Blutkörperchen neu zu tun. Im Bruchteil einer Sekunde nimmt es das Soda auf und formt es wieder zu Kohlendioxid um. Schickt es durch die Kapillarwand in die Lungen und wir atmen die Luft aus. Das muss schnell geschehen, damit das Blutkörperchen eine weitere Ladung Sauerstoff aufnehmen und ihn in eine feste Verbindung umwandeln kann, ehe es das Ende des Kapillargefäßes von weniger als einem halben Millimeter Länge erreicht. Diese Leistung eines Blutkörperchens entspräche der eines Mannes, der das Vaterunser auf den Kopf einer Stecknadel eingraviert, wenn er an der Nadel vorbeikommt, nachdem er aus einer Kanone geschossen wurde. Ja, an einem Faden hängt unser Leben, aber an einem wundervollen Faden. Nun, natürlich ist das Herz der am meisten bekannte Teil des Blutkreislaufes. Wir können ruhig übertreiben beim Beschreiben dieser fabelhaften kleinen Zweizylinderpumpe. Im Bereich der leistungsfähigsten Konstruktionen nimmt es eine besondere Stellung ein. Jede Seite des Herzens hat ihr eigenes Klappenpaar. Das Mitralventil gleicht einem Fallschirm. Zarte Bänder, Chordae tendinae genannt, sind am Rande der Klappe zum Herzen hin befestigt. Wenn die Klappen ausscheren, um die Öffnung zu schließen, sind die Bänder gerade in der richtigen Länge, damit sich die Klappe genau schließt und nicht weiter. Das Aortaventil ist von anderer Art. Drei schmale Klappen formen Taschen um das Innere der Arterienwand herum. Wir können beim Studieren auf diese Weise eine Menge über das Herz lernen. Aber es gibt eine weit bessere Information, die nur erhalten werden kann, wenn man in ein Herz hineinsieht, während es schlägt. Das klingt unmöglich, nicht wahr? Nun, bis vor kurzem war es auch unmöglich. Aber hier am Moody-Institut für Wissenschaft haben wir in Zusammenarbeit mit einem berühmten Herzchirurgen Wege gefunden, das Herz gerade unter diesen Bedingungen zu beobachten. Hier sehen wir ein echtes Menschenherz. Noch wenige Stunden zuvor hat es Blut durch einen lebenden Menschen gepumpt. Sein Besitzer vermachte sein Herz der Wissenschaft, damit wir neue Erkenntnisse über seine Lebensfunktion gewinnen können. Ein Wissen, das eines Tages andere retten kann. Die Maschine bringt das Herz zum Schlagen und zum normalen Arbeiten wie eine Flüssigkeitspumpe, genauso wie sie es im Körper tut. Wir haben Besichtigungsluken über den Klappen angebracht, sodass wir den Vorgang aus nächster Nähe studieren können. Das ist das Mitralventil des linken Herzens. Beobachten Sie, wie rhythmisch es sich öffnet und schließt und dabei dem Herzen gestattet, sich zu füllen und dann fest zu widerstehen, wenn die Flüssigkeit ausgestoßen wird. Das ist dasselbe Ventil von der Innenseite des Herzens gesehen. Erkennen Sie die zarten Bänder, die die fallschirmähnliche Klappe halten? Das ist das Aortaventil mit seinen drei halbleuchtenden Klappen, die fest gegen die Rückflut abdichten. Werfen wir einen Blick auf die Unterseite der gleichen Klappe. Mit dieser Maschine können wir das Herz unter verschiedenen Bedingungen erforschen. Wir können den Pulsschlag beschleunigen oder vermindern. Durch Verzögerung des Blutstromes, der vom Herzen kommt, können wir den Blutdruck erhöhen und so die Aktion des Herzens und der Klappen beobachten, wie sie in einem Patienten arbeiten, der hohen Blutdruck hat. Durch Verzögerung des Blutstromes, der ins Herz fließt, können wir sehen, was bei niedrigem Blutdruck geschieht. Wenn wir den Blutstrom genügend verzögern, können wir den menschlichen Schockzustand simulieren. Das Herz pumpt ganz gut, nicht?
Ja, aber dieses Herz hat immer gut gearbeitet. Es hat seinem Besitzer 85 Jahre lang gedient. Und während dieser Zeit schlug es 3 Milliarden 400 Millionen Mal und pumpte so viel Blut hindurch, dass ein mittelgroßer See damit gefüllt werden könnte. All das ohne ein einziges Stillhalten zur Reparatur. Im Blick auf die Dauerhaftigkeit könnte selbst eine aus Stahl hergestellte Pumpe nicht mit dem menschlichen Herzen verglichen werden. Natürlich, wie jedes andere Körpergewebe, ist auch das Herz Krankheiten und Verletzungen unterworfen. Ein gesundes Herz kann ein enormes Arbeitspensum aushalten, aber Krankheit kann schweren Schaden anrichten. In den letzten Jahren wurden erstaunliche Techniken entwickelt, um Reparaturen am lebenden Herzen auszuführen. Doch habe ich noch nie gehört, dass jemand sein Herz herausgenommen habe, um das Ventil zu säubern. Ob Sie es glauben oder nicht, verletzte Herzklappen wurden schon ersetzt durch Plastikklappen, wie diese hier. Die Klappe wird in die hinabführende Aorta über dem Herzen eingesetzt. Dies ist ein Original-Röntgenfilm einer solchen Klappe, die eine Zeit lang in einem Patienten funktionierte. Ich hoffe, dass Sie nie eine künstliche Klappe in Ihrem Herzen benötigen werden. Aber falls doch, werden Sie froh sein zu wissen, dass eine Plastikklappe wie diese hier etwa 85 Dollar kostet. Natürlich kommen dann noch die Einsetzungskosten hinzu, die auch sein sollten. Denn die Herzchirurgie erfordert das genaueste und schwierigste Arbeiten von allen Berufen. Der Versuch, eine heikle Operation an einem Menschenherzen vorzunehmen, während es schlägt, kommt dem Versuch gleich, zum Beispiel an den Pleuelstangen eines Autos einen Eingriff vorzunehmen, während es fährt. Ohne Zweifel wäre die Arbeit viel leichter, wenn das Herz während einer Operation gestoppt werden könnte. Sehr viel technische und medizinische Forschungen wurden der Lösung dieses Problems gewidmet. Eine Anzahl Herz-Lungen-Maschinen wurde konstruiert, die die Aufgabe des Pumpens übernehmen, während am Herzen Reparaturen durchgeführt werden. Eine der ersten wirklich praktischen Herz-Lungen-Maschinen wurde von Dr. Peter Salisbury, dem berühmten Physiologen, konstruiert. Während einer Herzoperation wird das Herz tatsächlich gestoppt und die Maschine pumpt und atmet für den Patienten während der Operation. Es ist beruhigend zu wissen, dass ein geschädigtes Herz repariert werden kann. Wie wir alle wissen, wurden Herzen sogar ersetzt. Aber für diejenigen, die das Herz als mystischen Ursprung des Lebens ansehen, ist es verwirrend und etwas bestürzend, erkennen zu müssen, dass das Herz, so wundervoll es auch sein mag, eben nur eine Pumpe ist. Eine Pumpe, die zumindest eine Zeit lang durch eine Maschine ersetzt werden kann. Haben Sie sich einmal über die seltsame Form der roten Blutkörperchen gewundert? Jemand hat sie als eine Kreuzung zwischen einem Berliner und einem Pfannkuchen beschrieben. Nun, wenn wir das rote Blutkörperchen konstruiert hätten, wäre es gewiss kugelförmlich ausgefallen. Denn die Kugel ist die einfachste aller Formen und zumeist die leistungsfähigste. Sie hat ein viel größeres Volumen als die bikonkave Scheibe des roten Blutkörperchens. Sie ist die stabilste aller Formen und die Form, die mit größter Leichtigkeit durch den Irrgarten der Blutgefäße durchkäme. Aber sie hätte eine fatale Schwäche. Sie funktioniert nicht. Hier im Laboratorium haben wir Modelle von möglichen Formen des Blutkörperchens hergestellt. Wir haben es so geschnitten, dass wir seinen Querschnitt beim Eintauchen in eine Flüssigkeit beobachten und so die Geschwindigkeit bestimmen können, mit der die Flüssigkeit absorbiert wird. Bei der Kugel ist die Absorbierung zuerst schnell, aber später verlangsamt sich der Prozess bis zum Schneckentempo. Offensichtlich wäre eine Kugelform viel zu langsam für diese Aufgabe. Natürlich, die Lösung wäre das Abflachen der Kugel in eine Scheibe. Und durchgeführte Tests zeigen, dass dies das Problem der schnellen Absorbierung löst. Die Scheibe hat entsprechende Geschwindigkeit, aber nicht genug Volumen. Die ideale Form wäre eine, die Inhalt, Geschwindigkeit und Festigkeit vereinen würde. Doch wir brauchen nicht zu raten, wie die ideale Gestalt aussehen sollte. Sie kann wissenschaftlich und mathematisch bestimmt werden. Nimmt man die Gesetze der Gasinfusion und die Prinzipien der Beschleunigung, dann kann man eine Formel ableiten für das maximale Volumen und die maximale Geschwindigkeit beim Absorbieren eines Gases.